Hallo, ich habe heute 5 Tipps für dich, wie du deinen Rohkostanteil, deinen Frischkostanteil, deinen Obst- und Gemüseanteil in deinem Leben erhöhen kannst. Tipp Nummer 1. Smoothies. Grüne Smoothies, Obstsmoothies, wie auch immer. Wenn du einen Mixer hast, dann hau da das Obst rein, was du gerne magst. Mische alles durch und du hast gerade jetzt, wenn es wärmer wird, einen super leckeren, erfrischenden Drink. Und das, finde ich, ist eine super Möglichkeit, viel Obst und viel Grün zu dir zu nehmen. Bei mir war es so, ich hatte eine Weile überhaupt keinen Bock auf Grün. Und es war dann wie so ein Geschenk für mich, die Erkenntnis, dass ich mir erlauben kann, einfach nur Obstsmoothies zu trinken. Also der Zusatztipp, macht es so, wie es dir schmeckt. Ja, egal, die ganze grüne Smoothie-Szene, wenn dir die nicht schmecken, dann mach dir Obstsmoothies und taste dich langsam ran. Bei mir hat sich das dann irgendwann wieder umgekehrt, dass ich wieder zum Beispiel Spinat reingemacht habe und dann halt auch grüne Smoothies wieder getrunken habe. Mittlerweile bin ich eher bei Saft, weil ich immer feinere Sachen mag und das mir mittlerweile zu kompakt ist. Aber ich weiß nicht, vielleicht im Sommer kommt das nochmal. Ja, das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 ist, dass du, wenn du Obst und Gemüse isst, dass du dir das klein schneidest. Kennst du vielleicht, wenn die Mama den Apfel zerschneidet in kleine Schnitze, dann greift man viel lieber zu, weil das irgendwie so liebevoll aufgeschnitten ist. Oder auch Gemüse, so kleine Möhrensticks oder Kohlrabi-Sticks. Ich habe das dann, mache mir das morgens dann zum Beispiel, schneide ich das schon alles zurecht und stelle mir das in die Küche auf den Tisch, als ich noch eine hatte. Ich bin ja gerade wohnungslos, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht verlinke ich das Video mal oben in der Infokarte. Habe ich mir sozusagen so klein geschnittenes Gemüse auf den Küchentisch gestellt und dann immer, wenn ich vorbeikam, habe ich davon genascht. Und dann nimmst du einfach die Sorten, die dir gut schmecken. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das lecker findest und nicht irgendwie so dieses, oh, ich muss ja und es ist gesund und so, sondern kauf dir wirklich das Obst und das Gemüse, oh, da krabbelt eine Ameise, was du richtig lecker findest. Ja? Dann Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 ist, dass du langsam nach und nach immer mehr Sachen austauscht, die vorher vielleicht gekocht und zubereitet waren. Ich habe das zum Beispiel mal als ein mega Aha-Erlebnis gehabt, als ich irgendwie eine Tomatensoße gar nicht gekocht habe. Ich habe einfach in meinen Mixer Tomaten, Oregano, Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Kräuter der Provence reingemacht und habe es einfach nur im Mixer gemixt. Und dann habe ich das über die Nudeln gemacht. Ja? Du kannst aber auch zum Beispiel die Nudeln mit Gurkenspaghetti oder Zucchini-Spaghetti ersetzen. Da gibt es ja so tolle Spiralisatoren oder Spiralschneider, genau. Und so könntest du schauen, wie du nach und nach Sachen, die du bisher gekocht hast, irgendwie umwandelst in Rohkostvarianten. Auch leckere Kuchen kann man ja roh zubereiten. Ja? Und so kannst du nach und nach die Dinge immer mehr rohköstlich ersetzen. Ja, ich habe auch in der Infobox, packe ich dir mal ein Buch rein, womit ich angefangen habe, als ich mich rohköstlich ernährt habe. Und jetzt ist auch gerade eine super gute Zeit, weil es ja immer wärmer wird. Da einfach, ja, fällt es einem viel leichter, ungekochte Sachen zu essen. Ja, und mehr Grün, mehr frisches Obst zu essen. Genau, und dann Tipp Nummer 4, kannst du quasi immer mehr Mahlzeiten nach und nach austauschen. Ja, ich bin jetzt seit 2 Jahren auf dem Rohkostweg unterwegs, auf dem Rohkostreinigungsweg und merke, wie mein Rohkostanteil von alleine immer stärker wird, immer größer wird. Und ich mache jetzt morgens intermittierendes Fasten, dann fange ich mit Äpfeln zum Beispiel an mittags
Und dann gibt es einen Salat oder Gurkenspaghetti. Und abends gibt es bei mir mittlerweile oder gerade so zum Beispiel gebackene Süßkartoffeln oder nach Kürbis. Einfach im Ofen ohne alles. Super lecker. Also abends esse ich noch was Warmes. Aber das, denke ich, wird sich auch jetzt im Laufe des Sommers oder im Laufe der Zeit einfach, da werde ich dann auch noch gucken, was ich da austauschen kann. Und so kannst du quasi nach und nach die Mahlzeiten immer mehr ersetzen, so durch rohe Varianten, aber das immer so Schritt für Schritt. Und das Wichtige dabei ist, dass du zum Beispiel guckst, wie geht es dir denn nach dem Essen, wenn du eine rohe Mahlzeit gegessen hast. Da habe ich dann zum Beispiel festgestellt, boah, ich bin ja gar nicht mehr müde danach. Ich bin gar nicht mehr träge danach. Ne? Und wenn du dann immer mehr merkst, wie gut dir dieses leckere Obst oder Gemüse tut, dann fällt es auch immer leichter, immer mehr rohe Sachen zu essen. Und Tipp Nummer 5 ist sozusagen immer später am Tag mit gekochten Sachen anzufangen. Es gibt ja diese, wie nennt man es, diesen Strang irgendwie Raw till 4, also wo du quasi bis 4 Uhr nur rohe Sachen zu dir nimmst. Und da kannst du einfach schauen, wie du das für dich so langsam aufbaust. Ja, wie gesagt, immer Schritt für Schritt und die Umstellung dann ganz langsam zu machen, so wie es halt gerade für dich passt und immer gucken, dass es dir dabei gut geht. Das ist das Allerwichtigste. Und ja, dann fängst du vielleicht an mit dem Frühstück, dann sagst du, okay, bis mittags esse ich nichts Gekochtes. Oder dann gehst du hoch auf 2 Uhr, auf 4 Uhr, auf 6 Uhr und dann gar nichts mehr, oder? Ja? Also Schritt für Schritt ist auch noch ganz wichtig und so kannst du nach und nach immer mehr rohe, frische, gesunde, natürliche Sachen in dein Leben holen, also auch immer unverarbeiteter. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das Wichtige ist jetzt erstmal, wie du den Obst- und Gemüsefrischanteil erhöhst. Ja, das waren die 5 Tipps und ich wünsche dir viel Freude beim Umsetzen. Wenn du auch noch Tipps hast, dann schreib die gerne in die Kommentare. Ich habe dir in der Infobox mal 2 Bücher reingepackt mit super leckeren Rohkostrezepten und schau da einfach mal rein. Vielleicht ist da was für dich dabei. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe und wünsche dir Gesundheit und Freude. Ciao!